Hallo und herzlich willkommen. Bin ich gut verständlich? Geht so? Es wäre sehr gut, wenn ihr ein bisschen zusammenrückt und ein bisschen weiter nach vorne kommt, weil ich werde euch versuchen, etwas an die Tafel auch unter anderem anzuskizzieren. Und damit ihr das weiter nachvollziehen könnt, wäre es eben gut, dass ihr, wenn ihr euch ein bisschen weiter nach vorne setzen würdet. Genau. Ja, während ihr das hoffentlich noch tun werdet, herzlich willkommen. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich bin Anne-Kathrin Krug. Ich bin eigentlich Rechtsanwältin in Berlin, teame und organisiere aber seit 11 Jahren Lesekreise zu Karl Marx, das Kapital, Band 1 bis 3. Und veranstalte unter anderem auch Wochenendworkshops und solche Kurzveranstaltungen wie jetzt. Ich habe aber trotzdem immer sehr viel Manschetten davor, diese drei dicken Bände in einer Stunde irgendwie darzustellen und vorzustellen. Und es ist eigentlich ein Unding und eigentlich kann man sich darüber schon aufregen, aber es ist wahrscheinlich, anders geht's nicht. Und ich kann euch nur jetzt auch schon wärmstens nahelegen, euch mal auch mit den Originaltexten zu beschäftigen. Ich möchte von euch kurz wissen, wer von euch alles studiert VWL? Wer von euch hat schon mal das Kapital gelesen, der Band 1? Ja. Wer von euch hat schon mal Band 2 und 3 angeschaut, gelesen? Okay, alles gut. Okay, das heißt aber trotzdem, dass auch wenn wenige von euch den Band 1 gelesen haben, die meisten von euch einfach den Originaltext nicht kennen. Gerade weil ihr VWLer seid, versuche ich das trotzdem in einer relativ großen Bandbreite und mit einer gewissen Tiefe und Komplexität zu machen, obwohl ich, wie gesagt, auch denke, dass ihr vielleicht auch einiges nicht verstehen werdet. Und ich hoffe, dass ihr das nachholen könnt mit eigener Lektüre. Also, Karl Marx. Karl Marx hat über 40 Jahre an diesem Band das Kapital geschrieben. Er ist mit dem Werk nicht zu Ende gekommen. Auch wenn diese drei Bände, also besonders der erste Band, den Anschein einer Vollständigkeit haben, Marx ist nicht zu Ende gekommen. Er war nicht fertig. Er hat auch am ersten Band noch Änderungen machen wollen und auch getan, also auch dann die zweite französische Auflage, da hat er nochmal Änderungen gemacht, die wollte er dann auch nochmal einarbeiten und so weiter. Das ist zur Vollendung gekommen und dem zweiten und dritten Band hat er selber nie herausgegeben, sondern das hat sein Freund und Weggefährte Friedrich Engels erst gemacht. Das heißt, Band 2 und Band 3 lag nur in Manuskripten vor. Und Manuskripte sind genau, wie sie klingen, bruchstückenhaft, teilweise in der Logik noch nicht stringent durchgearbeitet, didaktisch schon gar nicht aufgearbeitet. Und Engels hat das ganze Material erst sozusagen in Band 2 und Band 3 versucht, irgendwie lesbar zu machen, aber möglichst nicht doll in den Text einzugreifen. Und das Ganze aber irgendwie doch lesbar da vorzulegen. Inwieweit, das ist auch ein riesiger, großer Streit, inwieweit Engels da jetzt zu sehr eingegriffen hat oder vielleicht Dinge hätte nochmal anders bringen sollen vom Original her, davon verschone ich euch. Ich versuche mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also, Karl Marx hat im Kapital den Anspruch gehabt, die kapitalistische Produktionsweise zu analysieren und uns darzustellen. Das ist ein riesiges Feld an sich schon. Er sagt im Vorwort des ersten Bandes, der letzte Endzweck dieses Werkes sei es, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Und dabei geht es ihm vor allen Dingen darum, hier nicht den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts zu analysieren und zu beschreiben. Könnte man ja denken, weil er hat im 19. Jahrhundert gelebt, aber nein, das war nicht nur sein Anspruch. Er wollte auch nicht irgendeine Geschichte oder Chronologie, Historie des Kapitalismus schreiben, also von seinem Anfang bis zu irgendeinem imaginierten Ende oder so,
Das wollte er auch nicht, sondern er wollte die kapitalistische Produktionsweise überhaupt, also in seinem idealen Durchschnitt, so wie er das im dritten Band schreibt, analysieren. Idealer Durchschnitt heißt, er wollte etwas schreiben, was für alle möglichen Art und Weisen des Kapitalismus stimmen sollte, richtig sein sollte. Ob das stimmt, ob ihm das gelungen ist, das können wir für uns heute bestimmen, indem wir sein Buch lesen und abgleichen. Schauen, hat sich der Kapitalismus, seitdem er das geschrieben hat, bis heute maßgeblich verändert, sodass sein Anspruch nicht mehr hinhaut? Ja? Also dass er im Prinzip doch nicht den Kapitalismus, wie er für alle Kapitalismen zutreffen soll, dass er es vielleicht doch nicht mehr trifft? Oder hat er es geschafft, irgendwie eine allgemeine Theorie über den Kapitalismus mit allen Spezifika und Charakteristika zu fassen, so wie er heute uns auch noch vor Augen steht? Das müsst ihr am Ende selber beurteilen. Ich glaube, dass es schon Dinge gibt, die anders sind heute, aber ich glaube, dass die Grundfesten dieser Theorie durchaus noch zutreffend sind. Aber das ist meine streitbare Auffassung, die müsst ihr nicht teilen. So, das Buch Das Kapital hat zum Beispiel einen Untertitel, das heißt Kritik der politischen Ökonomie. Kritik ist hier in zweierlei Hinsicht gefasst und politische Ökonomie heißt nichts anderes als Nationalökonomie, das ist der veraltete Begriff für Volkswirtschaftslehre. Und diese Volkswirtschaftslehre von damals wollte er kritisieren, und zwar als Wissenschaft, ja, als wissenschaftliches Feld. Er wollte sagen, ihr Nationalökonomen, ihr VWLer, ihr Wissenschaftler, die ihr euch mit dieser Theorie auseinandersetzt, ihr habt bestimmte Grundbegriffe nicht verstanden, ihr habt bestimmte Prämissen einfach gesetzt, ohne sie zu hinterfragen. Euer Feld muss nochmal grundlegend kritisiert werden. Das ist sozusagen sein Ansatz. Das ist sehr radikal und er versucht eben auch wirklich diese Fragen, diese basalen Fragen zu klären, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein Preis, was steht hinter einem Preis? Man kann nicht einfach so tun, als wenn es den immer und überall gegeben hätte und immer in dieser Art und Weise. Oder was ist eine Profitrate, ne? Oder was auch immer, also was ist Profit überhaupt? Leider, wie gesagt, eine Stunde ist viel zu kurz und zu dieser Tiefe, die erst im dritten Band eben so richtig erfahrbar wird, komme ich heute nur im Ansatz. Aber ich versuche das zumindest irgendwie anzudeuten. Er wollte also, und ich war immer noch bei Punkt 1, eine Kritik dieses wissenschaftlichen Feldes darstellen, machen, durchführen. Und zum Zweiten wollte er die kapitalistische Produktionsweise, wie sie tatsächlich in der Gesellschaft produziert wird, gelebt wird, kritisieren. Das heißt, die Gesellschaftsform an sich, diesen ökonomischen Zusammenhang, wie er stattfindet. Er setzt im ersten Band, ich versuche jetzt auch sein Werk so ein bisschen chronologisch, zumindest am Anfang, durchzugehen, sodass ihr auch einen Eindruck gewinnt, wie er so beginnt und wie so sein Argumentationsgang ist. Ne? Sein erster Satz, der ist sehr, sehr berühmt, der heißt, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Und diesen ersten Satz, den man so schnell überliest und sagt, okay, naja, dann kommen wir jetzt einfach zur Ware, ja, der impliziert schon sehr viel. Und man kann eigentlich den ersten Band, zumindest den gesamten Anfang, sehr, sehr auseinandernehmen und tiefgründig lesen. Zum Beispiel ist es so, dass wir hier der Reichtum der Gesellschaften haben. Das ist schon mal eine Andeutung zu Adam Smith, zu Wealth of Nation. Und er beginnt ganz anders als Adam Smith, ne? Nämlich nicht unbedingt mit der Arbeitsteilung, sondern er beginnt hier mit der Ware als Ausgangspunkt. Ob das stimmig ist, ob ihr dem folgen würdet, müsst ihr auch selber herausfinden. Eigentlich finde ich, kann man das erst entscheiden, wenn man zumindest mal den ersten Band durch hat. Ja? Dann kann man sehen, findet man das in Ordnung, dass er da mit der Ware beginnt oder ob er da nicht hätte auch was mit was anderem beginnen können. Auch diese Anfänge sind sehr umstritten und auch didaktisch durchaus unterschiedlich gehandhabt. Ich versuche immer in meinen Lesekreisen allerdings wirklich vom Anfang her alles durchzugehen. Also der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Wir haben also einen Reichtum von Gesellschaften im Plural.
Also es gibt mehrere, also wir lernen daraus, es gibt mehrere Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweisen herrschen, Produktionsweise herrschen kann. Also er stellt sich da Unterschiedliches vor und er stellt sich vor, dass diese Produktionsweise dann herrscht, aber daneben durchaus noch andere Produktionsweisen da sein können. Ne? Also das können daneben noch Subsistenzwirtschaften sein, weiß ich nicht, kleine Bauerngemeinschaften oder was auch immer, aber vorherrschen und dominieren, meint er damit, ja, tut in den Gesellschaften, die er sich vorgenommen hat, die kapitalistische Produktionsweise. Und dieser Reichtum, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung. Und hier ist es wichtig, dass für ihn klar ist, er sagt erscheint, das heißt, es tritt auf als Warenansammlung. Da könnt ihr euch einen ganzen Haufen voller unterschiedlichster Dinge vorstellen. Und dieser Reichtum tritt als diese Waren auf. Das ist für uns so selbstverständlich, dass wir gähnen wollen, aber in anderen Gesellschaften sah es anders aus. In anderen Gesellschaften war der Reichtum vielleicht eine Abgabe oder also ein Zehnt, wie im Mittelalter zum Beispiel. Ja? Oder es war das Produkt einer Sklavenarbeit. Ja? So hat sich Reichtum, in dieser Form hat sich Reichtum dargestellt. Und das ist für Marx eben einer der wichtigen Anfangskriterien. Einmal, Gesellschaften produzieren sich einmal durch Arbeit und reproduzieren sozusagen ihre Voraussetzungen durch Arbeit. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Form dieser Arbeitsprodukte und die Form der Arbeiten in den unterschiedlichen Gesellschaften auch andere sind. Ja? Also wir haben im Mittelalter eben vielleicht die kleinen Bauern, die arbeiten und vielleicht an den Klerus einen Zehnt abgeben müssen. Und wir haben im Kapitalismus selbstständige, unabhängige Privatarbeiten, die dann für den Markt produzieren, dazu komme ich dann noch, und dort auf dem Markt sehen, ob sie gebraucht werden oder nicht und zu welchem Preis sie sich absetzen können. Gut, also ihr seht schon, alleine im ersten Satz kann man so unterschiedliche Dinge beleuchten und anschauen, und man sollte es auch tun, wenn man das Buch liest, weil man aus jeder Wendung eben auch sieht, worum es Marx ging. Dieser Unterschied zwischen dem stofflichen Inhalt von etwas, von einer bestimmten Arbeit oder einem Produkt, ja, also zum Beispiel einen Sack Weizen, ja, das ist der stoffliche Inhalt, und die gesellschaftliche Form, das zieht sich sozusagen durch den Band 1 sowieso und auch durch die nächsten Bände. Wir haben also immer einen stofflichen Inhalt wie den Sack Weizen und die gesellschaftliche Form, die im Kapitalismus eben die Ware ist. Ja, im Kapitalismus wird vorwiegend für den Markt produziert, und diese Dinge, die man für den Markt produziert, heißen dann Waren. Und mit dieser Ware beginnt er, und diese analysiert er dann jetzt im Folgenden. Und jetzt fange ich so ein bisschen an mit der Darstellung der ersten Kapitel bei Marx. So, er beginnt mit den zwei Faktoren der Ware. Und er sagt, eine Ware hat zwei Faktoren. Einmal den Gebrauchswert, den kürze ich hier mit GW ab. Und das zweite ist der Wert. Das ist rein kapitalistisch, ne? Also eine Ware hat einen Gebrauchswert, das könnte man zwar sagen, haben Güter in anderen Gesellschaften auch einen Gebrauchswert, das ist nämlich die Nützlichkeit eines Dinges, etwas, wozu man eine Sache gebrauchen kann. Einen Stuhl kann man zum Sitzen gebrauchen, eine Kreide zum Schreiben, alles Mögliche, ne? Eine Tasse zum Trinken und so weiter. Wichtig beim Gebrauchswert ist zu verstehen, da unterscheidet er sich auch so von Grenznutzentheoretikern, hier Gebrauchswert, gibt es oder gibt es nicht? Es gibt nicht etwas mehr oder weniger an Gebrauchswert, sondern wenn eine Sache nützlich ist, es zu irgendwas zu gebrauchen ist, dann hat es Gebrauchswert. Wenn es eine Sache zu nichts zu gebrauchen ist und niemand es für irgendetwas, weiß ich nicht, auch selbst vielleicht zweckentfremdet, gebraucht, dann hat es keinen Gebrauchswert, also 0 oder 1. Ich habe nicht mehr Gebrauchswert, wenn ich 10 Tafeln Schokolade statt einer da habe. Diese Tafeln, die sie da sind, haben Gebrauchswert oder haben keinen. Ja? Das ist wichtig zu verstehen.
Der zweite Begriff ist schon viel komplizierter. Eine Ware hat Wert. Ja. Das ist so, dass Marx sagt, im Kapitalismus wird für den Markt produziert, um die Dinge zu tauschen. Und er abstrahiert an dieser Stelle erstmal von Geld. Geld kommt später, aber ihr werdet es noch mitkriegen. X Ware A ist gleich Y Ware B Wert. Und er sagt, der Wert ist als ersten Schritt erstmal das Gemeinsame, was in diesen beiden Sachen steckt. Wenn ich Sachen tauschen kann, die sind ja alle sehr unterschiedlich. Ne? Eine Flasche Wasser und ein Buch sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Wenn ich sie tauschen will, dann muss ich irgendeinen gleichen Maßstab finden. Und das Gleiche in Ihnen, sagt er, ist erstmal etwas Gemeinsames, das ist der Wert. Und was da gemeinsam ist, das ist die Wertsubstanz. Und die Wertsubstanz ist die Arbeit. Das heißt, alle beide sind Arbeitsprodukte. Aber sie sind Arbeitsprodukte von konkreten Arbeiten, ja? Also konkreten, nützlichen Arbeiten. So. Wir abstrahieren in diesem Tausch aber von den konkreten Arbeiten und gehen von Arbeitsprodukten schlechthin aus. Ja, in unserem Kopf setzen wir das als Arbeitsprodukte schlechthin, gemeinhin, überhaupt gleich. Das heißt, für ihn ist es so, dass er sagt, im Kapitalismus haben wir mit etwas Neuem zu tun. Also Arbeiten sind nicht mehr ganz konkret an bestimmte Tätigkeiten gebunden, wie das Tischlern oder das Schreinern oder das Kochen oder was auch immer, sondern Arbeiten können als ganz abstrakte Arbeiten, als Arbeit überhaupt gedacht werden. Ja? Das ist für uns auch was ziemlich Gängiges, dass wir darüber reden, ja, jemand hat gearbeitet, da interessiert uns nicht unbedingt immer genau, was es ist, uns ist nur klar, wir haben irgendwie so einen abstrakten Begriff davon, was das sein soll. Also hier abstrakte Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit, es geht immer auch um menschliche, also nur um menschliche Arbeit. Also die Wertsubstanz ist die abstrakte Arbeit. Abstrakt menschliche Arbeit. So, und das ist etwas, was sozusagen erst über den Markt, über den Tausch und über den Markt denkbar wird. Ja? Wir haben es im Kapitalismus mit einer Gesellschaftsform zu tun, in der erstmal private Produzenten arbeiten. Es gibt Selbstständige, sagt Marx, voneinander unabhängige private Arbeiten, die sozusagen, das ist mal Arbeiter A, B, C, D und E, die produzieren ihre Waren, klein a, klein b, klein c, klein d und klein e und bringen, also sie produzieren sie auch, wichtig, nur für den Markt. Sie brauchen die nicht selber, sondern sie produzieren sie direkt, also sie produzieren sie nur, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Und dann bringen sie sie dahin und schauen, ob sie sie loswerden. Und was jetzt genau losgeworden wird und warum, dazu komme ich jetzt, also diese X Ware A ist gleich Y Ware B Wert. Da werden ja nicht nur die Arbeiten gleich sein, sondern auch Quanten, also die Anzahl von abstrakt menschlicher Arbeit. Ja. Also wenn ich Arbeit sage, dann muss das ja auch in einer gewissen Größe gemessen werden. Ja. Und diese Waren haben also eine Wertgröße. Und der Wert einer Ware bemisst sich eben an dem, wie Marx sagt, Quantum. Jetzt ist ganz schwierig, abstrakt menschlicher Durchschnittsarbeit. Ja? Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt tischlern würde, ich kann das nicht sehr gut. Wenn ich jetzt tischlern würde, dann brauche ich vielleicht 10 Stunden, um einen Tisch zu tischlern, wenn ich gut bin.
Und wenn ich den jetzt verkaufen möchte, aber gesellschaftlich, durchschnittlich, nur dieser Tisch nur in 2 Stunden, ja, in 2 Stunden produziert werden würde, dann habe ich zu lange gebraucht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt dafür eine besonders hohe Wertgröße erzielen kann. Sondern was zählt auf dem Markt ist, die abstrakt-menschliche Durchschnittsarbeit, das heißt, der Durchschnittsgrad an Produktionsbedingungen, an Geschick, an Intensität, an technischem Stand, also auch an wissenschaftlichem Know-how. Das ist das, was bei der Wertgröße eine Rolle spielt. Nicht je länger ich gebaut und gewerkelt habe, sondern was der gesellschaftliche Durchschnittsgrad an Produktivität und so weiter ist. Das ist das, was hier im Tausch mit in die Waagschale geworfen wird. Also A, B oder C oder D versuchen hier ihre Waren auf dem Markt zu verkaufen und auf dem Markt stellt sich erst raus, haben sie dort im gesellschaftlichen Durchschnitt mit dem Durchschnittsgeschick, mit der Durchschnittsintensität und so weiter, haben sie so produziert oder waren sie wie ich einfach ziemlich weit hinten an? Das ist sozusagen vielleicht so ein ganz minimales Schaubild für dieses den ökonomischen Gesamtzusammenhang, wie er sich im Kapitalismus ökonomisch ereignet. Im Gegensatz immer, und deswegen müsst ihr euch vorstellen, das ist wieder die kapitalistische Form des ökonomischen Zusammenhangs. Andere Gesellschaften hatten andere. Ja. Andere Gesellschaften, wie zum Beispiel im Mittelalter, da haben sehr viele Bauern erstmal für ihre eigene Subsistenz gearbeitet und nur ein Abfallprodukt oder ein Seitenrandprodukt wurde für den Markt produziert oder wurde dann am Markt erst verkauft. Wenn es keinen gegeben hat, wurde es eben nicht verkauft. Also es war nicht vorwiegender Zweck, für den Markt zu produzieren. Und das ändert sich im Kapitalismus. Da wird vor allen Dingen nur für den Markt produziert. Gut, also wir haben Ware, wir haben Gebrauchswert, wir haben Wert. Wir haben sozusagen den Doppelcharakter der in den Waren dargestellten Arbeiten, das ist die konkret nützliche Arbeit, die abstrakt menschliche Arbeit. Wir haben jetzt das, was die Wertsubstanz und die Wertgröße ist. Das sind sozusagen die schwierigsten Begriffe des Anfangs, die Marx im Kapital aufwirft. Jetzt habt ihr natürlich schon gesehen, es ist ja durchaus nicht so, dass wir im Kapitalismus irgendwelche Dinge miteinander tauschen. Also eine Flasche gegen Buch macht kein Mensch. Marx geht so vor, dass er versucht, das Geld erst jetzt herzuleiten aus dem Tausch. Also er versucht am Anfang möglichst von vielem zu abstrahieren, um es dann Schritt für Schritt einzubeziehen und das auch mit einer gewissen Logik. Ja. Also wir haben, ich mache jetzt mal hier weiter, wir haben immer noch die Gleichung x Ware a ist gleich y Ware b Wert. Und er sagt eben, das ist ja schön und gut, aber wir haben es ja eigentlich mit Geld zu tun. Wie können wir dann dieses Geld jetzt daraus herleiten? Und er sagt, wir müssen uns erstmal diese zweite Seite der Gleichung angucken. Im Prinzip, wenn wir sagen, x Ware A ist gleich y Ware B Wert, zeigt y Ware B den Wert der Ware A in dieser Reihenfolge, wenn ich das so sage. X Ware A ist gleich y Ware B Wert, das heißt, y Ware B benennt ist Ausdrucksweise und Erscheinungsform des Wertes der Ware A. Ja? Und das sagt Marx, es ist der Tauschwert. Ich nenne es mal TW, Tauschwert. Und das gibt eben, ist die Ausdrucksweise oder auch Erscheinungsform des Werts der ersten Ware in dieser Gleichung, ja? Der Ware A, hier. Das ist zu verstehen, dass der Warenkörper, also in dem Sinne zu verstehen, dass der Warenkörper, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Flasche ist ein Buchwert. Die Flasche, also in der Reihenfolge wäre das dann, die Flasche ist ein Buchwert. Dann wäre dieser Körper, der Warenkörper dieses Buches, wäre die Ausdrucksweise und Erscheinungsform des Wertes dieser Flasche.
Das Interessante daran ist, dass man den Wert ja nicht sehen kann. Ne? Den Maßstab, der ja hinter dieser Gleichung steht, den kann ich ja nicht, also den kann ich nicht wirklich sehen. Den kann ich nur greifbar machen an den Dingen selbst. Das heißt, ich kann sagen, diese Flasche ist ein Buchwert und dann hat eben der Wert dieser Flasche die Buchform. Ja? Und Marx führt das dann weiter und sagt, ja, wenn ich das weiterdenke, könnte ich ja sagen, x Ware A ist gleich y Ware B, ist gleich Z Ware D, ist gleich A Ware F, ist gleich und so weiter und so weiter und so weiter Wert. Das heißt, ich könnte eigentlich den Wert einer Ware in unendlich vielen anderen Waren ausdrücken. Dann würden ganz, ganz viele Waren und Warenkörper den Wert der ersten Ware darstellen können. Ist total schwierig, weil dann ist es so ein bisschen unzuverlässig. Ne? Wenn wir jetzt beide tauschen würden, würdest du das nicht gerne mit einem anderen Ding tauschen? Es ist so ein bisschen wahllos. Ne? Und deswegen merkt Marx, dass durch die Verallgemeinerung des Tausches in der Gesellschaft, also wenn sowas sozusagen ein Prozess wird, der ständig stattfindet, dann kristallisiert sich über eine Gewohnheit eine Ware heraus, auf die sich alle anderen Waren beziehen als ihre Ausdrucksweise. Ja? Wenn wir alle anfangen zu tauschen, ergibt sich dann irgendwann der Prozess, dass wir sagen, wie damals, das sagen wir nicht so, wir wollen das, also wir setzen uns nicht an den Tisch und planen das, sondern es findet so statt, dass sich etwas herauskristallisiert durch den gesellschaftlichen Prozess als allgemeines Äquivalent. Sowas wie damals Gold. Gold ist sozusagen die allgemeine Ausdrucksweise des Wertes aller Waren. Alle Waren können sich also mit über Gold also tauschen. Ja? Und heute ist es nicht mehr Gold, heute ist es Geld, auch Papiergeld. Da schließen sich dann auch die großen Fragen an, ob Marx sogenannte Wertformanalyse, die jetzt eben dahinter steht, ob die eben noch zeitgemäß ist oder nicht. Gibt es große Debatten drüber. Ich greife mal vor und sage mal, die meisten, die sich damit auseinandersetzen, die denken, da ist noch was dran. Und zwar ist es nur eine Herleitung und Analyse dessen, was Geld ist. Ja? Also es wird nicht einfach hergenommen, sondern es wird aus dem Tausch, aus diesem gesellschaftlichen Gesamtprozess als Resultat entwickelt. Ja? Und so macht es Marx. Hier haben wir den Tauschwert. Der Tauschwert, wenn er eben sich in einer Ware kristallisiert sich heraus in eine Ware und das ist dann das allgemeine Äquivalent. Und das war zu Marx Zeiten dann eben zufälligerweise Gold. Da behandelt Marx auch so wichtige Fragen wie, ist das Gold von sich aus einfach wert oder nicht? Erstmal ist Gold nur ein Gebrauchswert. Ne? Das war Schmuck, das war aber auch zum Zähnefüllen als irgendwie Material, das man immer zu irgendwas gebraucht hat. Erst über diesen verallgemeinerten Tausch ist es eben als allgemeines Äquivalent, zum allgemeinen Äquivalent geworden. Gut, das vielleicht erstmal dazu. Ich würde jetzt einen wichtigen Abschnitt auslassen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Kapitel vom Fetischcharakter der Waren und sein Geheimnis sein. Wenn ihr im Anschluss noch Lust habt, dass ich darüber was sage, kann ich das gerne machen. Ich würde es jetzt aber erstmal überspringen. Ein ganz wichtiges Kapitel. Im zweiten Kapitel des ersten Bandes, also wir sind immer noch beim ersten Kapitel gewesen bisher, jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, interessiert sich Marx als erstes und überhaupt zum allerersten Mal für die Personen. Für Marx ist es nämlich nicht so, dass die gesellschaftlichen Zusammenhänge über den Willen und den Eigenwillen oder was auch immer und die Motive der Personen definiert werden oder analysiert werden, sondern er sagt, es gibt erstmal eine gesellschaftliche Gesamtstruktur, die über Handlungen und Taten geworden ist. Und erst aus dieser Struktur ergibt sich der Ort, der Platz für die einzelnen Akteure, denen ist sozusagen schon eine gewisse Struktur vorgegeben. Wir werden reingeboren in diese Gesellschaft, uns wird erstmal gleich der ökonomische Zusammenhang vorgesetzt und in diesem haben wir die Auswahl oder haben wir die Möglichkeit zu agieren.
Viele von uns haben nicht die Auswahl zu sagen, ich will jetzt Kapitalist werden oder ich will jetzt Lohnarbeiter oder ich will jetzt irgendwie Immobilienbesitzer oder was auch immer werden. Die meisten von uns sind sozusagen auf einen bestimmten Platz verwiesen, den werde ich auch gleich nochmal vorstellen. Das ist die Arbeitskraft. Und Marx sagt eben, für ihn ist nicht wichtig, dass er, also er will keine moralischen Urteile erstmal über diese Charaktere machen, die dort sind. Er will einfach deutlich machen, in welchem ökonomischen Zusammenhang und Feld diese Personen agieren. Und der Warenhüter ist sozusagen der Erste, der jetzt hier im zweiten Kapitel uns begegnet. Und ich will jetzt nur, um die These nochmal zu bestätigen, aus dem Vorwort des ersten Bandes kurz vorlesen, weil viele kennen ja so den Kapitalisten-Bashing von Marx. Ich will trotzdem kurz sagen, weiß nicht, wer es kennt, Seite 16 Vorwort, die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht, aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personen ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Für ihn ist also wichtig, ich wiederhole, nochmal zu sagen, mir geht es erstmal um die Gesamtstruktur und diese Struktur weist den Trägern dieser Struktur in einem bestimmten Ort zu und die Rationalität, der sie folgen, ist durch diese Struktur bedingt. Das heißt nicht, dass sie nicht auch einen eigenen Willen haben, es gibt bestimmt auch bessere und schlechtere Kapitalisten, aber es geht ja um den allgemeinen idealen Durchschnitt, es geht erstmal um die Grundstruktur dieser Gesellschaftsform. So, im dritten Kapitel behandelt er so Geldfunktionen. Da ist eigentlich nur wichtig, dass ihr, also ne, wir haben jetzt endlich mit Geld zu tun. Das kriege ich jetzt nicht höher hier. Also wir haben dann eine Ware, wird gegen Geld getauscht, die wird wieder gegen eine Ware ausgetauscht. Und er sagt, na gut, was Geld hierbei macht, also es ist einmal Maßstab der, ne, der Preise und Maß der Werte, das müsst ihr jetzt nicht verstehen, aber es ist auch ein Zirkulationsmittel, also es kann die eine Ware, ich kennzeichne sie mal auch ein bisschen anders, eine Ware gegen die andere austauschen, also es ist ein Mittel, was die Zirkulation bewerkstelligt. Diese Funktion als Zirkulationsmittel hat schon Implikationen, und zwar kann man hier oder auf dieser Ebene behandelt Marx schon einen sehr abstrakten Krisenbegriff. Denn wenn wir nicht bloß einen Produktentausch haben, also eine Ware tauscht sich gegen die andere, dann fällt ja der Tauschakt in eins zusammen. Ne? Wenn wir aber einen geldvermittelten Tausch haben, haben wir hier die Möglichkeit, dass hier irgendwelche Momente sind, wo einer die Ware gar nicht gegen Geld tauscht. Oder das Geld einfach bei sich behält und gar nicht weiter gegen eine andere Ware tauscht. Das heißt, hier gibt es alleine nur durch den geldvermittelten Tausch auf einer sehr abstrakten Ebene eine relativ basale, aber sehr logische Krisenmöglichkeit, die er hier beschreibt. Das Gleiche macht er bei einem weiteren... entschuldigt bitte. Das Gleiche macht er bei einer anderen Geldfunktion und die des Zahlungsmittels. Und zwar ist es so, dass durch den geldvermittelten Tausch kommt eine Möglichkeit hinzu. Und zwar kann ich erst später bezahlen oder ich kann später die Ware liefern. Das heißt, Kauf und Verkauf fallen nicht mehr räumlich und zeitlich zusammen, sondern können sozusagen ausgeweitet werden, zeitlich und auch räumlich. Auch dort ist die Krisenmöglichkeit wieder gegeben und das gibt aber auch die Möglichkeit für später, für Kredit zum Beispiel und so weiter. Das kommt dann alles erst viel, viel später im Kapital, auch gar nicht in Band 1, aber das ist hier sozusagen schon angelegt, die Möglichkeit dessen. Gut, ich komme jetzt mal zu den Begriffen, die ich schon angedeutet habe. Also wir haben hier einen geldvermittelten Tausch, W1 gegen Geld, tauscht sich gegen W2. Marx sagt, durch den ewigen Tausch sieht das aus wie so eine ewig lange Reihe, also Kette, GW, 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 GW. Also unendlich lang, man weiß gar nicht mehr, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, wenn man sich das gesamtgesellschaftlich vorstellt. Aber was auffällt und augenscheinlich ist, dass GW, G',
eine relativ dominante Formel ist, und zwar die allgemeine Formel des Kapitals, nennt er das. Ja? Also das nennt er richtig allgemeine Formel des Kapitals, GWG', und nun kommt hier, ist ja was Neues dazugekommen, und zwar das Strich. Jemand wirft also eine Geldsumme hin, kauft damit Waren und kann am Ende damit einen G' erzielen. Er verkauft die Waren und erhält damit einen G'. Wichtig an dem Moment, in dem Moment, Marx merkt, die meisten Leute machen GWG'. Und er stellt dann fest, der Zweck der kapitalistischen Produktionsweise ist es eben, diese Bewegung zu machen, diesen Mehrwert zu erzeugen. Das ist nämlich der Mehrwert. Und diese Summe, also G, diese Summe, die vorgeschossen wird, um diese Bewegung zu machen, also GWG' zu machen, diese Summe heißt Kapital. Und Kapital ist nicht nur diese Summe alleine, sondern, und deswegen betone ich das so, es ist wichtig beim Kapital, dass das verausgabt wird oder investiert wird, um am Ende ein G' zu machen. Ja? Das ist eine Bewegung, ja, die dahinter steht. Und diese Bewegung wird von einer Person oder Personifikation, besser gesagt, bewerkstelligt, und das ist der Kapitalist. Und der Kapitalist ist der Träger dieser Bewegung. Also es ist wichtig, den Marx nicht immer in diese Ecke zu schieben, der will hier nur polemisieren, sondern es geht hier um eine ganz konkrete Definition. Ja? Es geht nicht darum zu sagen, dass der ist ja doof und den wollen wir abschaffen oder sowas, sondern hier geht es in erster Linie darum, ökonomisch zu analysieren, was ist die Hauptaufgabe, Funktion dieser Personifikation. Und das ist eben, aus einem vorgeschossenen Wert, dem Kapital, ein G' zu machen, einen Mehrwert zu produzieren. Er, Kapitalist, ich schreibe es nochmal auf, ist der Träger der Bewegung die aus G' macht. So. Was jetzt da noch ein bisschen schleierhaft ist, ist natürlich, was ist denn hier das? Was ist denn der Mehrwert? Ist der einfach so da? Ploppt der einfach so auf? Es ist ja so ein bisschen, also es muss erklärt werden, was das sein soll. Und Marx geht das im Band, diskutiert das durch, sagt, okay, das kann ja wohl kaum daraus entstehen, dass sich hier Leute übervorteilen, untervorteilen, dass jemand übers Ohr haut oder irgendwie geschickt einen Preisaufschlag macht oder so. Nein, es muss eigentlich ein stabiles System sein, in dem jeder was gewinnt. Das ist ein Äquivalententausch. Ne? Also der Wert prozessiert hier nur durch verschiedene Formen, durch Geld, Ware, Geld, und am Ende ist da mehr Geld, aber eigentlich, also das kann nicht auf einem Beschiss fußen, kürze ich mal ab, die Diskussion, sondern dieses G', dieser Mehrwert, entsteht durch eine Ware, deren Gebrauchswert es ist, Quelle von Mehrwert zu sein. Von Wert zu sein, vor allen Dingen erstmal. Ich gucke mal, wo ich das jetzt hinschreibe. Vielleicht doch sinnvoller hier. Also, der Mehrwert ist auf eine Ware zurückzuführen. Und zwar, und das greife ich auch vorweg, die wahre Arbeitskraft. Und diese wahre Arbeitskraft wird definiert wie alle anderen Waren auch. Sie hat einen Gebrauchswert, und zwar diesen spezifischen Quelle von Wert zu sein, ja, oder Wertschöpfung zu betreiben. Und gleich ist das, und die wahre Arbeitskraft hat auch einen Wert selber. Ja? Das ist der Lohn. Also Lohn ist schon fast eine mystifizierte Form, aber ich kürze es jetzt einfach so ab. Das heißt, Ware hat einmal den Gebrauchswert der Wertschöpfung und sie hat selber einen Wert, den Wert der wahren Arbeitskraft.
Der Wert der wahren Arbeitskraft wird genauso definiert wie der Wert der anderen Waren. Eine Ware ist so groß, wie Arbeit in ihr steckt, um sie selbst zu produzieren und zu reproduzieren. Ja? Also hier haben wir ja auch gehabt, eine Ware, da drin steckt Arbeit und der Wert dieser Ware bemisst sich nach der abstrakt-menschlichen Durchschnittsarbeitszeit. Ja? Also was ich durchschnittlich brauche an Arbeitszeit, um diese Ware zu produzieren. Und genauso ist das beim Wert der wahren Arbeitskraft auch. Wie viel Arbeit brauche ich, um hier zu stehen? Ja? Und das sind vor allen Dingen der Wert der Lebensmittel, die ich brauche, um mich zu reproduzieren. Und Lebensmittel sind bei Marx nicht nur die Nahrung, sondern das ist ein ganz weiter Begriff. Das ist auch Wohnen, das ist Bildung, das ist Nachwuchs, das ist also alles, was dazugehört, mich zu reproduzieren, aber auch die gesamten Arbeitskräfte einer kapitalistischen Gesellschaft überhaupt. So. Jetzt überlege ich, was ich da so raufschreibe. Für die Arbeitskraft, das werde ich gleich nochmal beschreiben. Für die Arbeitskraft ist es wichtig, dass die Arbeitskraft wird verkauft. Also vielleicht bringe ich das schon mal, ich kann das nicht höher machen leider. Wenn die Arbeitskraft definiert werden sollte, ja, ich schreibe mal die Definition hier auf. Dann ist das nicht, dass ich arbeiten kann, und dass ich arbeiten kann, ist es, aber es ist nicht mein Arbeiten selbst, die Arbeitskraft, sondern nur die Fähigkeit zu arbeiten. Das ist für Marx sehr wichtig. Die Fähigkeit zu arbeiten. Weil, wenn ich arbeite, ja, dann produziert diese Arbeitskraft erstmal seinen eigenen Wert und dann noch einen Wert darüber hinaus, also wenn sie arbeitet. Das ist jetzt vielleicht auch so ein Zeitstrahl oder so. Und wenn sie, und das ist ein Verhältnis, da komme ich jetzt gleich, also wenn ein Produkt geschaffen wird, dann haben wir, und ich das, dieses Produkt, das ist jetzt zum Beispiel ein Balken, der den Wert darstellen soll, dieser Ware, dann habe ich einmal einen Anteil für den Wert der wahren Arbeitskraft selber, den nennt V übrigens variables Kapital, klein v, und dann hat die Arbeitskraft darüber hinaus noch mehr Wert geschaffen. Das heißt, habe ich einen Arbeitstag von 8 Stunden, ja, und ich habe vielleicht in 4 Stunden den Wert meiner Arbeitskraft produziert. Dann kriege ich nur das ausgezahlt. Ich kriege nur den Wert meiner eigenen Arbeitskraft ausgezahlt. Alles darüber hinaus ist der Mehrwert. Ja? Und dieses Verhältnis von Mehrwert zu variablem Kapital, also zum Lohn, nennt Marx Mehrwertrate. Das ist etwas, was ihn interessiert, gerade weil es ein Verhältnis gibt, weil es nicht so ist, dass ich das Produkt meiner Arbeit bekomme, und das ist das, was so landläufig gedacht wird, sondern ich kriege nur den Wert meiner Arbeitskraft, und zwar die notwendigen Mittel, die ich brauche, um zu überleben. Es gibt eben dieses Verhältnis zwischen Mehrwert und variablem Kapital oder in Zeiten ausgedrückt Mehrarbeit zur notwendigen Arbeit. Und immer wenn es dieses Verhältnis gibt, spricht Marx von Ausbeutung. Und da möchte ich bei euch auch sensibilisieren, dass es hier auch erstmal nicht darum geht zu sagen, wie schrecklich, da werden Leute ausgebeutet, sondern da geht es erstmal darum, dieses Verhältnis als mathematisches Verhältnis zu sehen. Ja. Gut, ich versuche jetzt zu raffen. Arbeitskraft ist die Fähigkeit zu arbeiten, die wird verkauft. Ja, ich verkaufe, bevor ich arbeite überhaupt. Ich habe noch nicht angefangen zu arbeiten. Ich schließe den Arbeitsvertrag und ich verspreche, ich habe Fähigkeit zu arbeiten und ich werde für diese Stunden und diese Tage und Monate arbeiten. Ja. Und diese Arbeitskraft hat, der Arbeiter selbst, hat
eben diese Arbeitskraft. Und es gibt zwei ziemlich bedeutende und wichtige Eigenschaften. Dass ich überhaupt als Arbeitskraft auf den Markt gehen kann, um mich zu verkaufen, hat mehrere Voraussetzungen, und zwar zwei. Eine, ich muss frei sein, überhaupt über meine Arbeitskraft zu verfügen. Wenn ich in einem Schuldknechtschaftsverhältnis bin, und die gibt es heutzutage wieder, oder wenn ich in einem sklavenähnlichen Verhältnis bin, oder wenn ich über Geburt, Stand oder Tradition determiniert bin, an einem bestimmten Platz zu leben und zu sein, dann bin ich da nicht frei. Da kann ich nicht über meine Arbeitskraft verfügen. Da geben mir andere vor und andere Strukturen auch vor, was ich zu tun habe. Aber die Arbeitskraft ist sozusagen erstmal, ne, ich bin frei, meine Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist die erste Freiheit. Die zweite Freiheit, und das ist eher ein bisschen zynisch, das ist die Freiheit von eigenen Produktionsmitteln. Das heißt, ich werde nur meine Arbeitskraft verkaufen, wenn ich mich nicht selber durch meine eigenen Produktionsmittel schon am Leben erhalten kann. Ja? Das heißt, Marx spricht von einer doppelten Freiheit, den doppelt freien Lohnarbeitern. Das ist ein richtig zentraler Begriff, weil es eben diese zwei in Anführungszeichen Freiheiten beinhaltet. Einmal die Freiheit von eigenen Produktionsmitteln und einmal die Freiheit, sich überhaupt, seine Arbeitskraft überhaupt zu verkaufen, verkaufen zu können. So. Okay, also Marx geht dann nochmal zurück und sagt, okay, jetzt sind wir irgendwie von der Ware, von dem Gebrauchswert, dem Wert, der konkret nützlichen Arbeit zur abstrakt menschlichen Arbeit. Und jetzt haben wir gesehen, dass wir in einem Arbeitsprozess produzieren und der ist im Kapitalismus ganz spezifisch ein Verwertungsprozess. Weil eben Zweck der kapitalistischen Produktion das Produzieren von Mehrwert ist. Ich komme jetzt so ein bisschen zu den letzten oder fast letzten Worten, die ich zu dem ersten Band sagen will. Ich schmule auch immer schon auf die Uhr und versuche das alles unterzukriegen. Wir haben jetzt, ich male es vielleicht hier schon nochmal an, wir haben es im Kapitalismus eben mit bestimmten Arbeitstagen zu tun. Und ein wichtiges Kapitel von ihm ist das achte Kapitel, das ist der Kampf um die Länge des Normalarbeitstages. Und da geht es eben darum, erstmal historisch darzustellen, dass es dann einen Kampf gab, dass der Arbeitstag überhaupt damals auf 12 Stunden festgesetzt worden ist. Es war vor allen Dingen ein Kampf, den auch Frauen und Kinder geführt haben. Und er sagt, okay, wir haben verschiedene Möglichkeiten, diesen Mehrwert auszuweiten. Ich habe ja gesagt, der Zweck der kapitalistischen Produktionsweise ist es, Mehrwert zu machen, ist es einfach mehr am Ende stehen zu haben. Und das kann man auf der einen Seite gewinnen, indem man, also einmal muss man ja die Löhne, also das variable Kapital produzieren, am Ende muss man einen Mehrwert machen. Und dieser Mehrwert kann vergrößert werden, indem einfach der Arbeitstag verlängert wird. Und diese Verlängerung des Arbeitstages ist die absolute Mehrwertproduktion. Dann gibt es noch eine zweite wesentliche Methode, die sehr dominant ist, und zwar der Arbeitstag ist festgesetzt und das ist das, womit wir es ja auch heutzutage zu tun haben, zum Beispiel auf 8 Stunden, wobei es auch hier wieder Ausweitungen gibt und auch Diskussionen über die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, die jetzt wieder aktuell geworden sind. Aber selbst wenn wir sagen, wir gehen wieder von 8 Stunden aus oder von 12 bei Marx, ist es so, dass er sagt, okay, auch bei festgesetztem Arbeitstag ist es möglich, diesen Mehrwert nochmal zu vergrößern. Und das besteht da, also diese Möglichkeit besteht darin, indem der Wert der wahren Arbeitskraft verringert wird. Und zwar, dass der Mehrwert sozusagen, dann sich auch auf diesen Restteil hier erstreckt. Und das nennt Marx die relative Mehrwertproduktion, also den relativen Mehrwert.
So. Also bei festgesetztem Arbeitstag vermindert sich der Wert der wahren Arbeitskraft und hat insofern eine Ausweitung des Mehrwerts zur Folge. Und das, also diese Herabsetzung des Wertes der wahren Arbeitskraft, wird verursacht dadurch, dass der Wert der Lebensmittel sinkt. Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle hungern oder irgendwie weniger haben. Es kann ja auch sein, was dahinter steht, ist natürlich eine Produktivkraftsteigerung, dass durch Produktivkraftsteigerung sogar ein Mehr an Produkten für den täglichen Bedarf zur Verfügung stehen. Also diese Bewegung heißt nicht zwangsläufig, dass wir viel weniger haben werden. Marx schließt dann an und sagt, es gibt dann noch weitere Methoden der relativen Mehrwertproduktion, und das ist zum einen dann sowas wie Kooperation. Die einzelnen Kapitalisten schaffen es eben, sich räumlich zusammenzufügen, vielleicht größere Gebäude mit kürzeren Wegen, bessere Kommunikationswege zu bauen und sich zu erschließen. Das ist zum Beispiel so im weitesten Sinne Kooperation, und das Ganze wird dann geschichtlich ein bisschen illustriert durch die Manufakturperiode, in der das Ganze mehr oder weniger intensiver stattgefunden hat, und der großen Industrie, die Marx dann auch schon vor Augen hatte, also besonders die Industrie von England. Jetzt möchte ich gerne, ich muss das leider mal zumachen, obwohl ich es gerne offen lassen würde. Jetzt möchte ich euch noch einen letzten Aspekt des ersten Bandes vorstellen, und hier geht es darum, den Begriff der Akkumulation zu verstehen. Ich benutze dazu eine Formel, die ihr erst im zweiten Band finden werdet, die ich aber ganz anschaulich finde, weil sie auch alles oder viel von dem reinholt, was ich gerade vorgestellt habe. Also wir gehen von einem einzelnen industriellen Kapital aus. Also eine Geldsumme G wird als Kapital vorgeschossen, und Waren werden gekauft, und zwar Waren, die Produktionsmittel, PM, und Arbeitskräfte. Produktionsmittel und Arbeitskräfte, die produzieren in einem Produktionsprozess, den ich dann mit P dargestellt habe, und daraus kommt eine Ware, W', und wenn ich sie verkaufe, kommt G' heraus, also eine Geldsumme, die größer ist als das, was ich hier vorher investiert habe. Und für Marx kommt es eben darauf an zu verstehen, woher kommt dieses Plus. Das haben wir gelernt, aus der Arbeitskraft, die Quelle von Wert ist, die eben mehr Wert produzieren kann, als für ihre eigenen Reproduktion nötig ist. Da kommt eben dann der Mehrwert da drauf, und dieser Mehrwert steht hier. Und wenn ich diesen Mehrwert hier wieder reinvestieren kann, oder zumindest einen Teil dieses Mehrwerts, weil der Kapitalist muss ja auch von irgendwas leben, dann nenne ich das Akkumulation. Ja. So. Und Marx macht nun einmal eine einfache Reproduktion deutlich, das ist noch nicht Akkumulation, das heißt, er erklärt uns einmal diesen Kreislauf, aber sagt, okay, aller Mehrwert wird vom Kapitalisten verkonsumiert, das ist die einfache Reproduktion, und daran macht er uns was deutlich, und zwar, wenn ich diesen Prozess durchgehe und vielleicht mehrere Umschläge brauche, um diesen gesamten Vorschuss zu produzieren, dann kriegt der Kapitalist Stück für Stück seine Investition wieder raus. Habt ihr das verstanden? Wenn ich diesen Prozess durchgehe und der Kapitalist nimmt für vielleicht 10 Umschläge immer wieder seinen Strich raus, und mit den zusammengefassten Mehrwerten, die er dann hat, sein vorgeschossenes Kapital wieder zurück, dann läuft der ganze Prozess danach noch ohne sein Zutun weiter. Dann hat er eigentlich seinen ganzen Vorschuss wieder zurück. Und das findet auch statt bei dieser erweiterten Reproduktion, und das ist das, was Akkumulation meint, indem immer Teile dieses Mehrwerts hier vorne wieder reinvestiert werden. Ja, das ist sozusagen der endlose Kreislauf. So. Ich mache an dieser Stelle auch jetzt mal einen Überblick über die drei Bände. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Im ersten Band, ich habe zwar jetzt schon über all das geredet, über diese ganze große Formel hier, aber der erste Band handelt vor allen Dingen vom Produktionsprozess, und zwar
vom Prozess, der sich vor allen Dingen hier abspielt. Er behandelt auch den Zirkulationsprozess, das heißt hier alles, was hier Kauf und Verkauf ist. Also die großen Striche hier bedeuten Kauf oder Verkauf. Und das ist sozusagen Kauf, Verkauf und das ist der Zirkulationsprozess und behandelt den zweiten Band. Zweiter Band, Zirkulationsprozess. Zweiter Band, Zirkulationsprozess und das ist der erste Band. Das ist der Produktionsprozess. Das heißt, die Bände haben mehrere Untertitel. Alle drei heißen das Kapital. Band 1 heißt auch, also und alle drei heißen Kritik der politischen Ökonomie. Aber jeder Einzelband hat nochmal einen unterschiedlichen Untertitel. Band 1, da geht es um den Produktionsprozess. Band 2 geht es um den Zirkulationsprozess. Und der Band 3 behandelt sozusagen den Gesamtprozess des Kapitals. Dritter Band. Gesamtprozess des Kapitals. Und weil ich jetzt gleich am Ende ankommen muss, lege ich euch für den dritten Band noch was nahe. Und zwar ist es so, es gibt einen roten Faden für den dritten Band. Gesamtprozess hört sich auch so furchtbar groß an und das ist es auch, aber es geht auf einer ganz anderen Ebene weiter, ne? Also und er schreibt am Anfang vom dritten Band, je weiter wir den Verwertungsprozess des Kapitals verfolgen, umso mehr wird sich das Kapitalverhältnis mystifizieren. Das heißt, umso undeutlicher wird eigentlich das Kapitalverhältnis. Und umso weniger das Geheimnis seines inneren Organismus bloßlegen. Das heißt, alles, was ich euch hier vorgetont habe, alles, was über Arbeit, was um Arbeit ging, was um Werte ging, um Wertbildung, um die Frage, ne, wo kommt der Wert her, welchen gesellschaftlichen Zusammenhang haben wir eigentlich, sozusagen hier mit den selbstständigen, unabhängigen Privatarbeiten, das alles wird immer undurchsichtiger und undurchschaubarer und das liegt eben an der Komplexität des gesamten Verhältnisses. Und da gibt es eben viele, viele Punkte im Band 3, die das deutlich machen und das endet dann eben damit, dass er sagt, ja und jetzt kann ich euch erklären, warum die VWL oder die Nationalökonomie zu seiner Zeit mit den sogenannten Produktionsfaktoren anfängt. Damit, dass Arbeit irgendwie die Quelle vom Lohn ist, dass Kapital die Quelle vom Zins ist und dass der Boden die Quelle von Rente ist. Aber das kann man jetzt so eigentlich nicht mehr sagen. Also er endet im Prinzip den dritten Band mit der sogenannten trinitarischen Formel, mit dem, was wir als Produktionsfaktoren kennen und sagt, den ganzen Kram muss man hinterfragen und von vorne beginnen. Und dann kann ich euch erklären, dass eigentlich also alles, was da an angeblichen Revenuen kommt, ne, also Lohn, Zins und Rente, dass das alles auf die Arbeit zurückzuführen ist. Und dass eigentlich viel einfach vom Wert eben, also aus dem Mehrwert eben viel bezahlt wird. Aus dem Mehrwert geht die Grundrente ab, aus dem Mehrwert geht der Zins ab und so weiter. Nur so als roter Faden und als Teaser für den dritten Band, hoffentlich wird er auch mal gelesen von euch, weil da fängt das an, so richtig Musik zu machen und so interessant auch vor allen Dingen für VWLer zu werden. Jetzt habe ich eine Punktlandung geschafft, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, das alles einigermaßen zusammenzuführen. Mir ist natürlich klar, dass das jetzt nicht alles total stimmig für euch ist. Ich würde euch jetzt bitten, vielleicht kurz in euch zu gehen und zu überlegen, welche Fragen ihr noch habt, ob ihr vielleicht Hinweise von mir braucht oder nochmal eine Nachfrage stellen wollt oder was auch immer. Ich nehme euch ran, aber ich mache das mit quotierter Erstrednerinnenliste und diskutiere das auch nicht. Bitte. Auf was? Ja. Mhm.
Ja, ihr könnt mich übrigens duzen, weil ich habe euch auch die ganze Zeit geduzt. Bitte. Dankeschön. Ja, aus meiner Sicht ist die Darstellung fehlerhaft, die hier angeschrieben wird, und zwar der Produktionsprozess. Eine Formel fehlt noch, also ein Teil steht dran, V und M, ne, V plus M, und der Wert setzt sich ja zusammen aus C plus V plus M. Der Mehrwert, der kann nicht produziert werden. Also würde der produziert werden, bräuchte der Kapitalist seine Waren nicht mehr zu verkaufen. Der Mehrwert wird vom Käufer auf dem Markt bezahlt. Auf der Produktionsseite gibt es nur Erwartungsgrößen. Also C in der Formel, die jetzt hier nicht dran steht, C, das ist ein Kostenfaktor, wird der Ersatz erwartet. Und V, das ist auch bloß ein Kostenfaktor, wird der Ersatz erwartet. Und M, der Mehrwert, der wird da auch bloß erwartet. Auf dem Markt, da kauft der Käufer die Ware, wenn sie ihm gefällt. Und dann ersetzt er C und V, das heißt C ersetzen, V ersetzend und M real. Da bezahlt er den realen Mehrwert. Das heißt, auf der Produktionsseite haben wir alles Erwartungsgrößen und demzufolge auch nicht den Wert, sondern nur einen Erwartungswert. Und auf dem Markt, da kommt dann der reale Wert zustande. Das merkt man auch, wenn zum Beispiel ein Kapitalist 1.000 Geräte fertigt und 500 davon kann er verkaufen. Dann wird der reale Wert auf dem Markt den 500 zugeordnet, die er verkauft. Und bei den anderen, die er nicht verkauft, da ist kein Wert drin, da gibt es nur Erwartungswerte. Hab verstanden. Okay. Gibt es weitere Fragen? Ja, gerne da hinten. Ich glaube, du musst auf das Mikro warten. Ja, ich wollte noch mal fragen, ich habe mich gewundert, dass gar nicht so viel von der Verselbstständigung des Werts gegenüber der Gesellschaft kommt und dass Sie dazu noch irgendwie was sagen, so zu Akkumulationszwang und vielleicht auch, wie das in den Postwachstumsdebatten jetzt reinkommen kann. Und also inwiefern da die stoffliche und also die stoffliche Seite des Wertes und die andere Seite des Wertes, die Werts, Tauschwertseite. Ja, und so ein bisschen vielleicht auch, ob praktisch Kapitalismus ohne Wachstum möglich ist und wenn Wachstum, ob das ohne stoffliches Wachstum möglich sein könnte. Das würde mich interessieren. Hier vorne gab es jetzt leider, ich muss ein bisschen rennen. Ja, vielleicht noch zwei und dann würde ich mal was dazwischen sagen und dann. Danke auch für den Vortrag. Ich finde bei Marx ganz spannend, da gibt es dieses Spannungsverhältnis zwischen ihm als Wissenschaftler und ihm auch so ein Stück weit als Propheten quasi oder als Ankündiger von dem, was in der Zukunft passieren wird. Und da ist mir aufgefallen, in seinem Werk, da gibt es zum einen spricht er davon, dass die Arbeit den Menschen erst menschlich macht, dass quasi er sich seine Umgebung durch Arbeit schafft. Auf der anderen Seite sagt er, dass quasi nach dem Kapitalismus quasi im Kommunismus oder wie auch immer, dass dort quasi der Mensch von der Arbeit befreit wird. Und das finde ich, das ist ja so ein Widerspruch, der quasi mitten im Werk ist. Das ist ja quasi, die Arbeit macht den Menschen menschlich, aber sobald wir quasi das gelobte Land erreicht haben, also den Kommunismus, dann wird es keine Arbeit mehr geben. Und ich wollte fragen, wie du das siehst. Eine Frage würde ich noch zulassen und dann würde ich mal kurz was dazu sagen. Gibt es noch? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann genau. Ich gehe die Sache mal andersrum lang. Also es ist nicht so, dass Marx sagt, dass es in einer anderen Gesellschaft, die jetzt vielleicht eine befreitere Gesellschaft wäre oder in der es diese Art von gesellschaftlichem ökonomischen Zusammenhang nicht gäbe, irgendwie keine Arbeit mehr geben würde. Das ist nicht der Fall.
Es ist nur so, dass es gibt so verschiedene Stellen. Zum Beispiel im dritten Band gibt es eine sehr berühmte Stelle, die heißt, erst wenn das Reich der Freiheit, erst wenn das Reich der Notwendigkeit schon erlangt worden ist. Ne? Also dieses ich habe alles, oder wir haben alles zur Verfügung, was wir brauchen, ne? Das Reich der Notwendigkeit, dann beginne erst das Reich der Freiheit. So. Und das ist eine viel diskutierte Stelle, ob das dann schon dann erst die Freiheit ist oder ob nicht die Arbeit selber auch, wenn es in einem anderen Zusammenhang stattfindet, auch nicht ein Teil der Freiheit sein kann. Ja. Ich kann da auch nur auf die Stellen verweisen und sagen, die gibt es und die sind zweideutig oder die sind mehrdeutig sogar. Und er hat ja sehr, und das ist vielleicht auch wichtig, vielleicht für Leute, die noch nie in Marx reingeguckt haben, wichtig zu wissen, er hat ja keinen Bauplan über die zukünftige Gesellschaft geschrieben und wollte das aus Absicht nicht tun. Und hat eben deswegen sind auch alle Formulierungen, in denen er sich mal über eine zukünftige Gesellschaft, die vielleicht sogar so eine Wunschvorstellung wäre, wenn er sich darüber geäußert hat, dann nur sehr, sehr sporadisch und sehr, sehr zurückhaltend. Also eher immer ein Negativbild, was es alles nicht geben soll, aber sehr wenig von dem, wie er sich das vorstellt. Das heißt, da steht jetzt eigentlich nicht, bei ihm nicht drin, es gäbe keine Arbeit. Sondern eigentlich sagt er genau das Gegenteil. Arbeit wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie arbeiten wir, wer kriegt was ab? Und es gibt dann aber noch einen anderen Text, zum Beispiel Kritik des Gotha-Programmentwurfs. Das ist eine Kritik gegen die Vorgängerorganisation der SPD, wo er schreibt, im Prinzip darf man die Arbeitsanteile mit dem, was man als Lohn erhält, dieses Verhältnis nicht machen, weil es gibt ganz viele Leute, die gar nicht arbeiten können und für die muss ja trotzdem gesorgt werden. Das heißt, alles, was so Leistung ist gleich Lohn macht, kann nicht klappen. Ja? Also so, das kritisiert er jedenfalls, dieses Konzept. Und er sagt, eigentlich da gibt es auch so eine Formulierung wie, jeder sollte doch nach seinen Fähigkeiten und nach seinen Bedürfnissen leben. Ja? Und das ist auch alles sehr, sehr vage und ich würde warnen davor, da jetzt irgendwas Konkretes drin zu sehen oder ihm da was Konkretes zu unterstellen. Also ich glaube, es ist immer noch an uns, also wir können die Arbeit nicht abgeben an Marx, dass er uns eine neue Gesellschaft vor die Augen baut. Ich glaube, das ist einfach unsere Aufgabe für uns. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Genau, Verselbstständigung des Werts. Ich wollte das so ein bisschen andeuten, indem ich gesagt habe, das Geld, ne, es gibt irgendwie den Warentausch und aus diesem ständigen Händewechsel und aus der Verallgemeinerung des Tausches kristallisiert sich eben das Geld heraus, also bei ihm das Gold und bei uns das Geld und das verselbstständigt sich als Kapital, das ist richtig, das sagt er sehr oft und das ist auch so, dass durch diese Verselbstständigung so bestimmte, jetzt rede ich davon, ohne es vorgestellt zu haben, aber Fetischisierungen damit einhergehen. Ja? Also damit sieht es so aus, als würde das Geld von sich aus die Eigenschaft bekommen, mehr zu machen. Ja? Der ganze Prozess, der dahinter steht, der Produktionsprozess, der ist vollkommen verschwunden. Wenn ich das Geld an sich habe, also es ist nur eine Form von Verselbstständigung, ne? Es gibt ja da verschiedene bei Marx, aber jetzt nur mal darauf, weil ich jetzt den Anknüpfungspunkt hier finden kann. Also diese Verselbstständigung des Wertes als Kapital und dann eben die Fähigkeit, die angebliche Eigenschaft des Geldes von sich aus mehr Wert zu machen, das ist eben so der Kapitalfetisch, der eben verschwinden lässt, was dahinter für Prozesse stattfinden. Ja. Also es ist alleine schon, wenn ich viel, viel Geld habe und sage, das lege ich auf die Bank, das macht von sich aus seine Zinsen. Ja, Pustekuchen, das macht nicht von sich aus seine Zinsen. Da stehen andere Prozesse dahinter, da arbeiten andere für, dass ich meine Zinsen daraus kriege. Und das mit jedem Fonds und mit jedem Anteil, den man da hat. Und der zweite Teil der Frage bezog sich darauf, ob ich es für möglich halte, dass Kapital ohne Wachstum möglich ist. Dass Kapitalismus ohne Wachstum möglich ist, das glaube ich nicht. So wie ich es gesagt habe, der Zweck der kapitalistischen Produktion ist, aus GG Strich zu machen. Und wenn dieser Zweck in irgendeiner Weise behindert wird,
dann hat der Kapitalismus eine Grenze und dann ist halt natürlich die Frage, ab wann sprechen wir dann nicht mehr vom Kapitalismus und ab wann ist er dann doch noch da? So, also die genaue Grenzziehung kann ich euch dann auch nicht machen, aber weil ich wir auch eben hier auf einer sehr abstrakten Ebene hantieren, aber ich meine, wenn G' nicht mehr produziert werden kann, ja, also größer als null muss es sein. Ja, und dann halt dann reden, und wenn es immer noch um dieses größer als null geht, dann ist es immer noch Kapitalismus und dann reden wir noch von dieser Produktionsweise und ich denke auch so, wie Marx das vor Augen hatte. Genau, zu deiner Frage, du hattest die Frage aufgeworfen nach Erwartungsgrößen in der Marktsituation. Ich gehe auf den Markt und versuche da was unterzubringen. Ich habe da eine Erwartungsgröße und die wird entweder erfüllt oder nicht, ne? Und dem realen Wert, den man da erzielt. Ich sag mal so, da steckt eine marxistische, riesengroße Debatte dahinter. Und zwar ist die Frage, steht dann die Frage, wo genau realisiert sich der Wert? Ist das schon, wenn ich produziere, ist es dann schon so, dass ich da den erwarteten Wert, ist der dann schon in der Welt oder wie handhaben wir das theoretisch, in der Theorie? Oder ist der Wert erst dann realisiert, wenn die Ware auf dem Markt verkauft worden ist? Das ist ein Streit. So. Und ich sehe da jetzt nicht die Notwendigkeit, sich zu positionieren, also nicht auf dieser Ebene. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist zu verstehen, dass der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang im Kapitalismus ökonomisch eben der marktvermittelte Tausch ist, ne, die selbstständigen, unabhängigen Privatarbeiten, und nur so kommen die Produzenten miteinander in Verbindung und das ist eben vorwiegend auf dem Markt. Und das ist das Wichtige, was man dazu zu verstehen hat, weil dort werden ja Werte realisiert. Und solange das dort massenweise passiert und eben so eine ganze gesellschaftliche Zusammenhalt stattfindet, muss ich jetzt erstmal hier und heute mich nicht darüber auseinandersetzen, wann genau der Wert in Betracht kommt, wann ist es eine Erwartungsgröße, wann ist der Wert realisiert. So habe ich mich aus der Affäre gezogen. Ja. Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis. Also das ist der vierte Abschnitt aus dem ersten Band, ein sehr berühmtes Kapitel und klingt auch so ein bisschen hexenhaft, ne? Also Fetisch, also okay, wenn man es nicht weiß, Fetisch klingt vielleicht sogar sexualisiert, das ist mein Ziel aber gar nicht. Also sexualisiert ist es eben da so, wie wir Fetisch kennen oder als so einen Markenfetisch oder sowas, so kennen wir diesen Begriff auch. Aber der ist bei Marx ganz anders konnotiert, sondern wir haben es hier eher mit einer göttlichen Verehrung von Gegenständen zu tun, also von so einem, ja, Kult, den man mit einem Gegenstand betreibt. Also, weiß nicht, man kann sich halt vorstellen, da gibt es einen Baum und wenn man diesen Baum nur genug, also dieser Baum hat vielleicht, das ist jetzt gesponnen von mir, ein Beispiel, ne? Wenn man den Baum genug anbetet oder der Baum hat dann die Macht, dass Regen kommt und die Ernte gut wird beispielsweise, wenn man den dann gut anbetet, dann macht er das vielleicht auch, ne? Also ich lege eine Fähigkeit in diesen Baum hinein oder in ein Stück Holz oder in einen Stein oder was auch immer und dann wird dieser Baum, dieser Stein oder dieses Ding überhaupt, wird eine Macht ausüben für mich, die für mich gut oder schlecht ist oder so. Das ist eigentlich ein Fetisch, ne? Und Marx nennt sein Kapitel der Fetischcharakter der Waren und sein Geheimnis und das ist eine Provokation gegen die bürgerliche Gesellschaft, die sich sehr aufgeklärt hält, ja? Die sagt, wir sind total abgeklärt, wir können die Dinge rational durchdringen, uns kann man nichts vormachen, im kantischen Sinne und so weiter. Wir sind eigentlich aufgeklärt und wir wollen, dass die Gesellschaft immer klarer wird. So. Und Marx sagt, passt mal auf Leute, das ist ihr habt auch euren Fetisch. Ja, das ist also eine wirkliche Provokation hier. Und er sagt, der Fetisch liegt in den Waren selbst. Weil ihr die Dinge als Waren produziert, in genau diesem Zusammenhang, den ich euch da aufgezeichnet habe, also in diesem marktvermittelten Zusammenhang, weil ihr die so produziert, bekommen die Waren, die Dinge die Form von Waren. Dann wären die plötzlich Dinge, denen wir von Natur aus einen Wert zuschreiben, den wir von sich aus eine Wertgröße, also einen Preis zuschreiben und die wir von sich aus als Produkt eines Kapitalisten anhängen. Ja? Also es ist so, dass für Marx ist da einmal wichtig, dass dieser Sache Eigenschaften zugeschrieben werden,
die eigentlich gesellschaftliche Eigenschaften sind. Das ist der eine Teil. Also dieses, das ist Produkt von gesellschaftlichen, also von diesen unabhängigen Privatarbeiten ist, ja, das ist eine gesellschaftliche Eigenschaft. Oder dass das Ding irgendwie eine Wertgröße hat, also ein Preiszettel schon im Kopf dran klebt, so, dann, und dass das Ding überhaupt einen Wert hat, das sind Eigenschaften, die sind eigentlich gesellschaftliche, die haben mit der Sache an sich, das ist ja erstmal nur eine Flasche mit Wasser drin. Ja, aber wir denken da ganz viel mit dazu. Und das ist eben etwas, was der Fetisch ist. Ne? Und das Ganze ist dann noch, also das denken wir noch, das ist eine natürliche Eigenschaft. Wir naturalisieren das Ganze und tun so, als hätte es das schon immer gegeben. Ja? Als hätte irgendwie einen Topf Wasser im Mittelalter auch schon so eine Warenform gehabt. Oder als hätte der in der Antike schon jemand mit diesem Begriff von Ware zu tun gehabt. Ja, also völliger Quatsch. Also das hat was mit Naturalisierung zu tun. Wir tun so, als hätte die Sache von Natur aus diese Eigenschaften. Dabei sind es ja gesellschaftliche Eigenschaften. Der nächste Punkt, das ist wirklich ein komplexeres Kapitel hier, 85 folgende, Band 1. Wir haben es dann auch noch damit zu tun, dass wir diese Waren produzieren, um auf dem Markt verkauft zu werden. Und auf dem Markt stellt sich aber erst heraus, ob ich eben unter den gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen gearbeitet habe. Das heißt, erst da kriege ich raus, kann ich überhaupt diese und jene Wertgröße und dann, also Preis, Wert und Preis sind übrigens bei Marx verschiedene Dinge, die auch erst im dritten Band wirklich klarer werden oder auch umstritten sind, aber da irgendwie noch mal mehr behandelt werden. Aber erst auf dem Markt stellt sich ja die Preisgröße heraus. Das heißt, ich habe gar nicht in der Hand, wie viel ich dafür kriegen werde. Das heißt, die Sache selber und der Tausch selber kriegt eine gewisse Macht über mich. Ja, das Gelingen des Tausches kriegt die Macht über mich, ob ich nun den nächsten Produktionszyklus beginnen kann oder Insolvenz anmelden muss. Also es ist halt sozusagen auch so eine Umdrehung der Kontrolle. Also ich habe die Kontrolle nicht mehr über die Dinge. Die Dinge beginnen Kontrolle über mich zu haben. Die Dinge tauschen sich dort aus dem Markt aus und die Dinge kriegen irgendwie, das sind sachliche Verhältnisse, sagt Marx. Die Personen verhalten sich über sachliche Verhältnisse, ne? Sachliche Verhältnisse, Personen, gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen. Also das sind alles so Begriffe, die, mit denen Marx da so hantiert. Also das sind so alles eher so noch weitere Implikationen des Warenfetischs, die ich jetzt dann so angreife. Also das, was im Zentrum steht, sind schon die gesellschaftlichen Eigenschaften, die ich der Sache an sich zuschreibe und dann naturalisiere. Das ist sozusagen der Kern dieses Warenfetischs. Ja, vielleicht ein bisschen kryptisch für viele von euch. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte, hier vorne gleich. Ja, du hattest ja vorhin diese Schuldknechtschaftsverhältnisse angesprochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das ja, dass dann ein Faktor dieser doppelt freien Lohnarbeit fehlt. Genau, ich wollte fragen, ob du ein Beispiel nennen könntest zu so einem Knechtschaftsverhältnis heute und ob das dann noch ein kapitalistisches Verhältnis sein kann oder ob das dann schon so eine Parallelform ist. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ein Beispiel für Schuldknechtschaftsverhältnisse gibt es ja sehr viele. Also gerade in Berlin gibt es relativ viele Baustellen und auf diesen Baustellen arbeiten ganz oft illegale Personen, die keinen irgendwie Aufenthaltsstatus haben, keinen legalen, die aber zu einem Spottpreis dort arbeiten oder zu Spottlöhnen Löhnen, die aber selber denen vielleicht die Pässe entzogen worden sind. Und die da festgehalten werden und denen gesagt wird, ihr müsst hier arbeiten, solange bis eure angebliche Schuld, die ihr irgendwie habt, oder eure Transferkosten, die wir irgendwie auch auslagen mussten, wieder reingearbeitet sind. Ne? Oder Zwangsprostituierte, ja? Das sind alles so gesellschaftliche Verhältnisse, also diese Phänomene sind in den gesellschaftlichen Verhältnissen mit drin. Und natürlich, die sind vom Kapitalismus mit einverleibt. Also der doppelt freie Lohnarbeiter, der existiert da eben nur als Anspruch
Aber ich würde sagen, dass, also Personen, die in Schuldknechtschaft leben, durchaus ja in den kapitalistischen Verhältnissen selber ihre Stellung haben und auch mit dem Mehrwert produzieren, den Profit generieren und so weiter. So. Also ich glaube, wenn das Überhand nehmen würde, dass es also die vorläufige oder vorherrschende Form wäre, wie gearbeitet werden würde, dann würde es den Kapitalismus sprengen. Dann wäre es was anderes. Sklavenhaltergesellschaft oder sowas. Aber so glaube ich schon, dass das noch denkbar ist innerhalb des Kapitalismus und sie auch zur Akkumulation beitragen. Auch gar nicht unerheblich. Ja, da oben war auch noch, aber du hast dich schon mal gemeldet, du wärst erst zu reden, glaube ich. Ja, du hattest ja schon die Krisenhaftigkeit bei diesem WGW angesprochen und ich wollte fragen, ob du mehr so auf Krisen im Kapitalismus eingehen könntest. Also warum ist der Kapitalismus krisenbeständig oder woher kommen die Krisen und bedeuten die irgendwann, dass der Kapitalismus zu Ende gehen muss oder kann er sich immer wieder davon erholen? Das ist eine sehr weite Frage. Also es ist so, bei Marx hat keine Krisentheorie, keine ausgearbeitete vorgelegt. Wir haben nur hier und da im Kapital an verschiedenen Stellen unterschiedliche Ansätze, sagen wir es mal so. Ja. Und die kann man jetzt auch nicht so schön zusammenpappen und sagen, dann suchen wir uns nur die Teile raus und dann ist das eine schöne Theorie. Und das klappt leider auch nicht und die widersprechen sich zum Teil auch so ein bisschen. Ja. Also es gibt, würde ich sagen, verschiedene Ansätze der Krisentheorie, die durchaus einen Sinn machen und zwar unter bestimmten Vorzeichen und Voraussetzungen, aber es gibt auch durchaus Ansätze, die von Krisentheoretikern ins Feld geführt werden, die wo ich mich auch frage, wo ist da eigentlich die Krise? Also da wäre zum Beispiel das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Das ist jetzt natürlich für euch nicht bekannt, weil ich das nicht vorstellen konnte, aber da ist die Prämisse, dass wir einfach immer mehr konstantes Kapital, also immer mehr Produktionsmittel haben und im Verhältnis zum variablen Kapital, also zum Einsatz von Arbeitskräften, die Produktionsmittel zunehmen. Also kann durchaus sein, dass die Arbeitskräfte auch zunehmen, aber eben die Produktionsmittel, der Einsatz nimmt schneller zu. Und dann ist es so, dass die Profitrate an der Stelle irgendwann, ja, also tendenziell fällt, das heißt, da gibt es auch noch gegenwirkende Ursachen, da müsste man auch noch begründen, warum diese gegenwirkenden Ursachen nicht stimmen. Also ich rede so ein bisschen, glaube ich, ins Leere, weil ich das alles nicht darstellen konnte, aber da ist auch so die Frage, wann genau wäre denn die Krise erreicht, wenn das nur eine Tendenz zum Fallen gibt, das aber durchaus wieder aufgewogen werden kann. Das jetzt zum Beispiel. Es gibt noch so einen ganz alten Ansatz, den ich auch nicht so für plausibel halte. Das ist so eine Art Verelendungstheorie. Alle werden immer, also es wird immer mehr arme Leute geben und es wird immer mehr Elend auf den Straßen geben und das wird alles zunehmen und immer schlimmer und so weiter. Das ist auch etwas, was Marx selber, denke ich, verworfen hat, also in seinem ganzen Leben. Also es stand mal am Anfang, diese These, weil sich es einfach auch so nicht wirklich bewahrheitet hat. Also klar, es gibt sehr viel Elend auf der Welt, aber jetzt die Tendenz abzuzeichnen, dass es immer mehr werden, das müsste man nochmal stärker begründen. Also da es liegt noch nicht so viel vor. Aber es gibt durchaus andere Ansätze. Ne? Also es gibt zum Beispiel einen Ansatz, der wird so in der marxistischen Theorie als Disproportionalitätsansatz bezeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Branche zu viel Kapital angelegt ist und dort eben die Profite nicht mehr gemacht werden können, dann wandert das Kapital eben über in andere Branchen. So. Und dann crashen dann dort Unternehmen, werden zum Teil aber wieder aufgekauft, aber im Prinzip wandert das Kapital dann irgendwo anders hin. So. Also das ist jetzt nur so ganz grob erklärt, aber das ist sozusagen auch so ein Ansatz, wo man sagen kann, ja, da gibt es eine Art von Krise, weil da gibt es dann irgendwie Einbrüche irgendwie auch viele Arbeitsplätze, die verloren gehen, aber auf der anderen Seite baut sich wieder was auf. Aber das ist auch nicht so eine Krise, wo man sagen kann, das ist dann so eine Krise, wo der Kapitalismus zu Ende geht. Ja. Also ich glaube übrigens, wobei ich da auch, also da gibt es auch andere Stimmen, ich glaube auch nicht, dass Marx eine
eine systemsprengende Krisentheorie vorlegen konnte. Wobei ich da auch selbst Freunde in meinem Umkreis habe, die das anders sehen, ja? Die zum Beispiel Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate durchaus als etwas auch irgendwann in der Zukunft systemsprengendes sehen. Ja, aber das ist für euch, könnt ihr auch anders sehen und diskutieren, wie ihr möchtet. Ne? Oder es gibt so eine Krise der Überproduktion und Überakkumulation. Ne? Das ist genau das, so wie es heißt, da ist zu viel produziert, das kann nicht mehr abgesetzt werden. Oder es ist zu viel Kapital in der Welt. Damit haben wir, glaube ich, jetzt gerade aktuell eher zu tun, zu viel Kapital in der Welt, was nirgendwo mehr gewinnbringend angelegt werden kann oder so. Da ist aber auch die Frage, wo ist genau die Krise und bei wem und für wen? Ja? Also man muss sich auch immer angucken, für wen ist es am Ende eine Krise, weil viele Krisen, besonders die, die eben so im Finanzsektor stattfinden, sind nur dann zu spüren, wenn es halt wirklich auch Arbeitsplätze und große Unternehmen betrifft. Wenn das aber nicht der Fall ist, merken das die meisten Leute gar nicht. Also so. Ne? Muss man mal schauen, was damit dann am Ende gemeint ist, aber ja, vielleicht erstmal so weit. Es gibt noch viele andere Ansätze. Ne? Also gut, wer da irgendwie Literatur möchte, kann ich gerne noch was nennen, aber ja. Du hattest noch eine Frage da. Hm? Ja. Ja, genau. Ich wollte noch mal fragen mit der Steigerung des Wertes. Also es ist ja wohl auch so, dass sozusagen auch durch die Konkurrenz Unternehmen immer mehr Wert steigern müssen und sich immer weiter ausbauen müssen, weil sie sonst verdrängt werden vom Markt und es eben auch nicht lohnt, wenn es keine Wertsteigerung mehr geben kann, dann noch zu investieren. Und das ist ja dann auch für die Arbeitsplätze und die Menschen schlecht. Aber und diese innere Logik des Kapitalismus, dass eben immer mehr Mehrwert geschaffen werden muss, sozusagen, oder irgendwie eine Wertsteigerung da sein muss, die können, oder heute wird viel gesagt, dass das kollidiert mit der ökologischen Krise und mit Rohstoffen, die endlich sind, mit CO2. Aber ist es, also so, wie würden Sie das sehen aus einer theoretischen Sicht? Wäre es nicht theoretisch möglich, eine ewige Steigerung des Mehrwerts hinzukriegen, der eben, also eine ewige Steigerung des Werts, ohne eben diese stoffliche Rückkopplung, also dass das sozusagen davon entkoppelt werden kann. Wie sehen Sie das? Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube also tatsächlich, dass es da auch eine ökologische Grenze geben kann. Und das ist auch interessant von der Marx-Forschung her, weil Marx selber hat dazu in den uns vorliegenden Bänden gar nicht so viel drin. Da steht zwar mal drin, der weiß nicht, das Kapital untergräbt die Arbeit und die Natur oder sowas. Ne? Aber er selber hat dazu noch nicht viel publiziert, aber was seit ein paar Jahren aber auch erst klar geworden ist, nachdem die Exzerpte mal durchgesehen und veröffentlicht wurden, Die Exzerpte sind so Ausschnitte aus Büchern. Ne? Der hat in seinen späten Lebensjahren ganz viele Bücher gelesen, vor allen Dingen Bücher, die Ökologie betreffen, und hat sehr viel exzerpiert, also viel rausgeschrieben. Und daran kann man sehr gut sehen, dass er sich mit dem Raubbau an der Natur vertieft auseinandergesetzt hat. Also es gibt, er hat da Bücher über also Überdüngung, ja, oder über Desertifikation, also ne, wenn die Wüsten sich ausbreiten und da eben Wasser genommen wird und so weiter. Also er hat sich darüber zum Beispiel damit auseinandergesetzt. Also es gibt da ein Buch von Kohei Saito, heißt das. Das heißt Natur versus Kapital oder Natur gegen Kapital oder so. Wer findet ihr garantiert? Und er hat sich die Exzerpte angeguckt. Das Buch ist noch nicht alt, ne? Das ist alles relativ frische Marx-Forschung. Da hat er relativ deutlich gesehen, dass es da Grenzen gibt der Natur und auch was für Implikationen das für die Menschen selber hat. Es ist ein bisschen schwierig, weil ihr wisst es ja selber, wenn ihr ein Lehrbuch oder ein Buch irgendwie euch da Notizen macht, da ist ja noch nicht klar, was ihr da jetzt von denkt, ne? Oder was ihr davon jetzt haltet oder euer eigenen Standpunkt. Aber zurückhaltend kann man formulieren, Marx wusste um diese Fragen und hatte auch vor, sich noch tiefgehender damit auseinanderzusetzen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass hätte er das Kapital nochmal neu geschrieben, das auch vielleicht noch einen anderen Stellenwert bekommen hätte. So, vielleicht. Ja, also genau.
Wir sind zwar am Ende, aber gerne noch eine Frage. Ah ja, okay. Die Frage, wo der Wert entsteht, die sehe ich nicht als so nebensächlich. Also wenn der Wert als wirkliches gesellschaftliches Verhältnis betrachtet wird, und das sagen ja auch Marx und Engels, dass er sowas ist, dann wird Wert zugeordnet, genau wie Eigentum zugeordnet wird. Und wenn der Wert zugeordnet wird, dann ist das, was hinter dem Geld steht, zum Beispiel ganz anders zu erklären, als wenn man das mit der klassischen Interpretation der Arbeitswerttheorie erklärt. Mit der kann man das nicht richtig erklären. Dann, was eben angesprochen wurde, Wertsteigerung, wie entsteht Mehrwert? Wenn man das mit der klassischen Interpretation erklärt, kommt was anderes raus, als wenn man das mit einer neuen Interpretation erklärt. Da ist es durchaus möglich, dass der Kapitalismus immer weiter funktioniert, auch wenn die Ressourcen abnehmen, die zur Verfügung stehen oder die erlaubt werden, sagen wir mal, in der Gesellschaft. Und das wirkt sich auch aus, was sind Arbeitskräfte? Bei Marx sind es nur die Menschen, aber Maschinen und die Natur sind genauso Arbeitskräfte. Also die Natur wird auch als Arbeitskraft eingesetzt, genau wie der Mensch. Das lässt sich damit ebenfalls nachweisen. Und welchen Dingen Wert zugeordnet wird, das ist ja bei Marx nur diesen vergegenständlichen Sachen. Einige sagen noch Dienstleistungen, aber das kann genauso gut eben bei Naturgütern und Ähnlichem geschehen, wenn es um eine Zuordnung geht. Gut, das war jetzt eher ein Kommentar. Ich würde sagen, Marx macht es anders im Kapital. Also der hat durchaus die menschliche Arbeit im Vordergrund und das ist eben die Quelle von Wert. Und Produktionsmittel spielen eine andere Rolle. Ne? Und auch die Natur an sich ist eben Teil des Rohstoffs und Teil der Produktionsmittel. Also es wird ein bisschen anders eingeordnet in der Theorie. Genau, also es ist, ich glaube, es ist auch immer, man muss auch immer schauen, welche theoretischen Ansätze hält man Marx da entgegen. Also das kam mir jetzt auch nicht so raus, aber genau, also es ist wichtig, wenn, also ich finde, ich bin immer offen dafür, Marx zu kritisieren, weil der durchaus, finde ich, auch Dinge hat, worüber sich trefflich streiten lässt. Man muss halt nur schauen, womit man ihn jetzt attackiert. Ist es etwas, was in seiner Theorie anders untergebracht ist, und zwar und aus welchen Gründen? Oder ist es irgendwie etwas, worum es ihm nicht ging? Und ist es dann legitim, dass es ihm nicht darum ging und so weiter? Also das müsste man dann alles eher nochmal diskutieren. Gut, ich bedanke mich auch für die Nachfragen. Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Semesterende.